Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Gruppen umgehen könnt und wie ihr Einschreibeschlüssel vergibt. Also, bisher habt ihr es ja vielleicht so gemacht, dass ihr eure Schüler alle einzeln in euren Kurs reingesteckt habt. Wenn ihr kompetente Schüler habt, dann könnt ihr den Prozess auch vereinfachen. Beispielsweise könnt ihr in eurem Kurs auf das Kursmanagement gehen und dann bei den Einschreibemethoden dort eine Methode hinzufügen bzw. die Selbsteinschreibung für Schülerinnen und Schüler aktivieren. Das macht man, indem man hier das Auge sichtbar macht. Bitte macht das nicht einfach sichtbar und geht dann weg. Denn das bedeutet, dass ihr jetzt beliebig jeden Schüler oder jede Schülerin in euren Kurs reinkriegt. Stattdessen geht ihr dann hier nochmal auf Bearbeiten und gebt einen Einschreibeschlüssel ein. Also beispielsweise gebe ich jetzt hier ein Braun 2020. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man richtig getippt hat, kann man hier auf dem Auge nochmal sichtbar machen. Und dann sage ich Änderungen speichern. Wenn ihr den Enrollment Key so definiert habt, dann könnt ihr Schülerinnen und Schülern, die sich neu in der Instanz registrieren, die also jetzt ein neues Nutzerkonto anlegen, den Enrollment Key für euren Kurs auch mitteilen. Die können den hier direkt eintragen und dann landen sie automatisch auch sofort in eurem Kurs. Das heißt, das funktioniert also nur bei Schülerinnen und Schülern, die noch kein Nutzerkonto haben. Aber da auf diese Art und Weise spart man sich quasi den Umweg, dass die dann händisch reingesteckt werden müssen. Für Schülerinnen und Schüler, die es schon in der Instanz gibt, denen sagt man diesen Enrollment Key oder Registrierungsschlüssel oder Einschreibeschlüssel, wie auch immer man den nennen möchte. Und die können dann über alle Kurse in den entsprechenden Kursbereich reingehen und können dann beispielsweise hier auf einen Kurs klicken und können dann, da ist dann ein kleines Türchen mit einem Schlüssel und dann müssen sie halt das Passwort eingeben und kommen dann in euren Kurs. Jetzt habt ihr die Schülerinnen und Schüler alle im Kurs drin und jetzt wollt ihr vielleicht auch Binnendifferenzierung machen oder ähnliche Dinge. Dazu geht ihr wieder auf das Kursmanagement und dann hier auf Gruppen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass ich hier, kann man auf Gruppe anlegen klicken, dann kann man eine anlegen. Und wichtig ist, dass man die Gruppen dann auch in Gruppierungen zusammenfasst. Also beispielsweise habe ich hier in diesem Kurs Arbeitsgruppen und ich habe Zweierteams. Es gibt also diese Zweierteams und dann die Zweierteams bilden dann wieder immer größere Gruppen. Wenn man Gruppen angelegt hat oder beim Anlegen der Gruppe, kann man hier Gruppenmitteilungen auf Nein oder Ja setzen. Wenn ihr die Gruppenmitteilung auf Ja setzt, dann bedeutet das, dass die Gruppe hier oben beim Chat einen Gruppenchat hat. Das wiederum bedeutet, dass man auch über die Moodle-App quasi miteinander chatten kann. Es gibt keine Push-Benachrichtigungen für unseren Server. Das heißt, man muss schon quasi in den Chat reingucken, um zu sehen, dass man eine neue Chat-Nachricht kriegt. Aber man kann schön miteinander schreiben. Es ist also ein sicherer Messenger, den die dann in der Gruppe miteinander benutzen können. Wenn ihr selber euch nicht mit in die Gruppe reinsteckt, dann seid ihr auch nicht mit im Chat. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Gruppe und würde dann hier zum sagen Gruppe bearbeiten und dann seht ihr hier, da gibt es eine Gruppenmitteilung. Ich kann Einschreibeschlüssel auch für Gruppen festlegen. Das bedeutet, ich habe unterschiedliche Einschreibeschlüssel in meinem Kurs und je nachdem, was für einen Schlüssel der Schüler benutzt, wird er automatisch in die richtige Gruppe einsortiert. Also quasi, ihr habt entweder einen Einschreibeschlüssel für den Kurs, dann funktioniert das auch mit dem Enrollment Key beim Registrieren direkt. Oder ihr habt unterschiedliche Schlüssel, dann gehen die Schüler in der Instanz auf euren Kurs, landen dann aber dafür in der richtigen Gruppe. Ich weiß nicht, wie das mit dem Einschreibeschlüssel für Gruppen und dem Enrollment Key für die Registration zusammen funktioniert. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine Kurskachel, die soll nur für bestimmte Gruppenmitglieder sichtbar sein, dann kann man hier zum Beispiel bei den Einstellungen des Bereiches sagen, okay, der Name des Abschnitts und hier dann Voraussetzungen und dann sagt ihr, Teilnehmer muss in der Gruppe Grundlagen sein. Oder ich kann sagen,
kann in der Gruppierung sein oder so weiter. Die Gruppierung benutzt ihr auch, wenn ihr jetzt beispielsweise Aufgaben abgeben wollt. Also habe ich hier zum Beispiel die Aufgabe für die Gruppe. Und da ist bei den Einstellungen dann eben so, dass ihr in den Einstellungen der Aufgabe hingeht und sagt Einstellung für Gruppeneinreichung ja und welche Gruppierung wird berücksichtigt. Deswegen sind die Gruppierungen wichtig. Ja, das sind so ein bisschen die Grundlagen zum Thema, wie manage ich meine Gruppen. Für die Advanced User, es gibt auch noch die Möglichkeit, die Arbeitsgruppen von den Schülerinnen und Schülern selbst wählen zu lassen. Das ist eine Aktivität, die ihr über Material oder Aktivität hinzufügen, einfach einfügen könnt in den Kurs und dann konfigurieren könnt. Und dann können die Schülerinnen und Schüler sich sogar mit Wartelisten ihre Gruppen selber wählen. Das ist jetzt natürlich im Fernunterricht besonders interessant, aber es hat mir auch im Präsenzunterricht schon ziemlich häufig ziemlich viel Zeit gespart, nicht darüber nachdenken zu müssen, wer jetzt mit wem und das dann nicht ausdiskutieren zu müssen, weil die das einfach online gewählt haben.